Brothers and sisters, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Continue, inshallah. That lesson, inshallah, about the tariqat orders. And we are saying A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Estuya Sayyidina Miradya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Mulana Shaykh, he was saying this, what we said yesterday, that there is only one Sultan. And it is easy for us to prove, he said, easy to us to prove that Grand Sheikh Abdullah Ghassani Karasas al-Wariya, he is Sultan, the real Grand Sheikh that time. And then he said to him, to that murid, you are not coming here to Damascus, it was in Damascus, you are not coming here on your own wish. Don't think that you're coming on your own wish. No. It is because you were invited by Grand Sheikh to come here. So that you can take from his heart connection. You can establish connection with his heart. It's not our own will. It's Allah's will. Now you may go, he said, from east to west, or up in heaven. You can go where you like. But who is coming here, he said in Damascus, that who is coming here, he cannot escape from him. So like the earth cannot escape from the sun. On the day of promise, Alastu bi Rabbikum, am I not your Lord? Yes, you are our Lord, we are your servants. That day, you were with him, with Allah Almighty. And he means you were already, that time you were with your Sheikh. With your real sheikh, with your grand sheikh, that time. He is not bringing anyone here, he said, Grand Sheikh Abdullah Ghassani is not bringing anyone here who is not belonging to him. What do you think about the sheikh? What is the sheikh like? He doesn't know his sheep, the shepherd, he knows. For instance, he draws an example. He said, there's two sisters from Germany. They are here for a visit. They visit us. And they say they are not Muslimas. They say. But with this claiming, they are claiming that they are saying they believe this, but this is finished now. This is finished. They can go wherever they like now. They are under the protection of Grand Sheikh. And here, in this life, and in the next life also. That is his power. His power is going around the world, everywhere, and bringing people here to Damascus, to Maulana Sheikh Nazim, to make the connection with him. And it is their pleasure, their enjoyment and pleasure and happiness to be in the area of spiritual power of Grand Sheikh. They are in his area. That is their happiness and their pleasure to enter this area. That is
The reason that it's not this doesn't mean it doesn't mean any sorrow, any light. Sorrow. Doesn't mean this is not sorrow or difficulty. Now he is concluding it is not, so that it's not sorrow and no difficulty if you give the be'at, if you give the oath. Yes, this is that one, that sheikh, sheikh so and so, he may also come here and take oath from Grand Sheikh. If he is a visible Naqshbandi, if he wants to become a visible Naqshbandi, he is free, he can make. If not, if he is happy and content with his titles, all right. But many titles, have no meaning. He cannot say outside, openly outside, he cannot say that he is a Naqshbandi openly. If he say he's only invisible Naqshbandi, he cannot say. He can only be in his room. In his room he can be Naqshbandi. We want a sheikh who shows himself in the whole world. Then, if the sheikh so and so, he is spiritually with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in connection, then he may ask him. He may ask the Prophet. Yes? If he's in connection with the Prophet, he may ask. Or if he is in connection with awliyas and he is meeting them every night, there's night meetings, the unseen night meetings, then he may ask, who is Sheikh Abdullah Daghestani? He can ask. Yes. If this lesson, this sohbah, what I am saying to you now, is not enough, then he may ask awliyas. If he is a real sheikh and meeting the sheikh, he may ask. If this is not enough, what I am saying, Sheikh Nazim was saying. If anyone can prove the opposite from what I said now, before everything in this sohbah, if he can prove the opposite, I will cut my beard. And I put down my turban also. This I'm saying openly. Come and prove the opposite. Yes. Up to here. Inshallah, tomorrow we continue. And Bismillah ar-Rahman ar-Rahim auf Deutsch. Wir sind bei der Sohbat von Mulana Sheikh, die eine Antwort auf den Murid ist, der Beat geben möchte und Konflikt hat mit seinem Sheikh. Und der Mulana hat gesagt, es ist eine Kleinigkeit für uns zu beweisen, dass unser Großsheikh der tatsächliche Großsheikh ist. Und dann sagt er zu ihm, du kommst nicht auf deinen eigenen Wunsch hierher. Vielmehr ist es der Anlass, dass du vom Großsheikh eingeladen bist und hier mit seinem Herzen Verbindung aufnimmst. Ja, du magst jetzt nach Ost, West oder gen Himmel gehen, wo auch immer. Ja, jeder, der hierher kommt, kann nirgendwo vor ihm fliehen. So wie die Erde der Sonne nicht entgehen kann. Am Tage des Versprechens, bin ich nicht euer Herr? Ja, du bist unser Herr, wir sind deine Diener. An diesem Tag, da warst du schon mit ihm, sonst hättest du nicht hierher kommen können. Er bringt nicht jemanden her, der nicht zu ihm gehört.
Dann gibt er ein Beispiel, Maulana Sheikh. Er sagte zum Beispiel, da sind zwei Schwestern gewesen aus Deutschland. Ja, hier sind zwei Schwestern aus Deutschland, die sind zu Besuch hier und sie sagen, sie seien keine Muslimas. Mit dieser Behauptung ist es jetzt jedoch aus, vorbei. Ja, sie können gehen, wohin sie wollen, sie sind unter dem Schutz des Großscheichs. Hier und im Jenseits. Seine Macht geht um die Welt und bringt die Leute her. Und es ist ihre Freude und Glückseligkeit, in den Bereich der geistigen Macht des Großscheichs einzutreten. Deswegen bedeutet es weder Leid noch Schwierigkeit, wenn wir den Eid vollziehen, wenn wir den Treueeid vollziehen, den Bay'at. Scheich so und so möge auch kommen und den Schwur nehmen, wenn er sichtbarer Naqshbandi werden will. Er sagte, er ist unsichtbarer. Wenn er sichtbarer Naqshbandi werden will, dann soll er kommen und den Bay'at geben bei Großscheich. Steht ihm frei. Ahlan wa sahlan. Herzlich willkommen. Wenn nicht, wenn er zufrieden ist mit seinen Titeln, nun gut. Aber viele Titel sind bedeutungslos. Er kann draußen nicht sagen, dass er Naqshbandi ist, also jetzt öffentlich nach außen hin. Ja, weil er es nur in seinem Zimmer ist. Wir wollen einen Scheich, der sich in der ganzen Welt sehen lassen kann. Wenn Scheich so und so geistig mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in Verbindung steht, möge er auch ihn fragen, den Propheten fragen. Oder wenn er in Verbindung mit den Heiligen, mit den Aulias ist und sich jede Nacht mit ihnen trifft, dann kann er sie fragen. Wer ist Sheikh Abdullah Daghestani? Was ist sein Rang? Wer ist das? Falls diese Lektion nicht genug ist, sagt der Sheikh Nazim dann, dann möge er die fragen in den spirituellen Versammlungen. Wenn er dann ein Sheikh ist, dann muss er ja auch zu meinen Versammlungen dabei sein. Wenn mir jemand von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, das Gegenteil beweisen kann, dann schneide ich meinen Bart ab und lege meinen Turban nieder. Das kann keiner. Wa min Allah Taufiq bi Hurmatil Fatiha. Amen. Nächsten Dienstag auf Mittwoch. Ist 27. Nacht des Ramadan. 27th night of Ramadan. Official Lailatul Qadr, that is from Tuesday to Wednesday. We will pray Tasbih Namaz, inshallah. But otherwise, it is 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th can be. May Allah open for us, inshallah. It is with wisdom of Allah to make it like this, so that you don't know. Every night you have to look and stay awake, because it is so precious, very, 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 very precious. You cannot express how precious it is to catch some moments in Lailatul Qadr. Inshallah, ja? Die Weisheit, dass es an einem ungeraden 21, 23, 25, 27, 29 kann es sein, Lailatul Qadr. Deswegen soll man jede Nacht da sein, das ist die Weisheit. Weil es ist unendlich kostbar. Macht den Tag, ist für Dunya vielleicht, für Besorgungen. Nachts ist mit dem Geliebten zu sein. Nighttime for the, with the beloved. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Assalamu alaikum, Layla Saida. With successful, inshallah. Success. Assalamu alaikum.